Moinsen, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einer neuen Hearthstone-Folge und zwei Dinge gibt es, die ich euch sagen will. Erstens, so sehe ich aus, wenn ich gerade aufgestanden bin. Und zweitens, lasst euch von nichts stressen. Egal, was passiert ist in der Arbeit, in der Schule oder was euch den Kopf zermartert hat, wo ihr sagt, ich muss noch zum Training, ich muss noch den Geschirrspüler machen oder was auch immer euch gerade nervt. Versucht es abzuschalten, denn es ist nicht worth. Lasst euch im Leben nicht stressen. Das ist die Weisheit, die ich euch mitgeben will. Und wir machen jetzt einen Tag später als sonst, weil ja auch immerhin der neue Champion in League of Legends kam, mit dem Kartenchaos weiter. Es ist ein Bild, was ich nicht kenne. Valeras Zauberklau. Valeras hat Zauber aller Klassen gestohlen und euer Deck damit gepickt. Jeder dieser Zauber ruft beim Ausspielen einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Okay. Interesting. Das heißt, ich stelle mir vor, wir haben Feuerbälle, wir haben Portale von allen Klassen, wir haben Paladin Gleichheit, wir haben vielleicht Prankenhieb vom Druiden. Also von allen Klassen Zauber, die wir spielen können. Die sind random. Und wir kriegen währenddessen auch noch random Monster. So habe ich das jetzt verstanden. Mal gucken, ob es stimmt. Wir werden es gleich sehen. Yep, das sind schon mal viele, viele unterschiedliche Zauber. Und oh! Viele, viele gute Zauber auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde gerne zwei Vira-Spells behalten. Ich würde gerne diese Kombo behalten. Ehrlich gesagt, finde ich alle Karten gut. Bezüglich meines Plans. Man könnte überlegen, ob die nicht doch zu teuer ist. Ich will ihm am Anfang das Gefühl geben, er kann mich totrushen. So, dann spiele ich Mana Stufe 3, vielleicht Coin Kältekegel oder sowas. Und dann Shadow Flame. Vielleicht brauche ich die nicht. Vielleicht brauche ich die beiden nicht. Wiederverwerten finde ich super. Weil es ist ein bisschen wie das Feuerportal von Magier. Zerstört einen Diener. Kriegt einen Diener. Also, gefällt mir gut. Wir behalten die mal. Mal gucken, ob das jetzt zu greedy ist, dass ich direkt versuche, das Early quasi zu überspringen. Oh, noch ein Höllenfeuer. Zerstörungsspells vom Hexer, die... Ich hab gerade nur Hexer und Druiden, ne? Okay, ne, Magier hatte ich auch noch. Und das hier ist meine Schurkenkarte. Erstmal freundliche Grüße sagen und ins nächste Game. Ich habe auch übrigens von euch mitbekommen, dass ihr... dass viele das feiern, wenn ich Hearthstone spiele. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich werde natürlich jetzt keinen Hearthstone-Kanal machen. Ich werde jetzt erstmal dabei bleiben, dass ich das Kartenchaos mache. Wenn das neue Update kommt, das mit Gadgetstan, das ist ja schon bald unterwegs, dann könnt ihr euch wahrscheinlich darauf verlassen, dass ich nochmal ein Hearthstone, zwei Hearthstone-Videos oder so mehr machen werde. Aber jetzt erstmal bin ich sehr zufrieden mit dem Kartenchaos. Wie schon gesagt. Kein Stress. Der Gegner hat einen 3-2er, der Gegner hat auch noch ein Geheimnis. Das ist eigentlich schon fast meine Hellfire-Runde. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er Counterspell hat. Wenn das Spiegelgestalt sein sollte, bringt die überhaupt was? Bringt die überhaupt was in diesem System, weil jedes Mal, wenn ich einen Zauber wirke, bekomme ich ein Monster, aber dadurch habe ich das Monster ja, habe ich das, das ist ja so wie bei Tierbegleiter, da bringt ja auch, bringt das Spiegelgestalt was? Ich glaube sogar Spiegelgestalt bringt da was. Nevermind, das ist ein anderes Thema, wir werden es ja sowieso gleich sehen. Ich könnte noch eine Runde warten und extrem greedy sein. Hey, ganz vergessen, wir kriegen ja auch noch was von der Zielattrappe. Wie wär's denn dann mit Segen der Könige? Also, falls es jetzt... Wow, Verteidiger von Argus, es hätte fast nicht schlimmer kommen können. Also, falls es eine Spiegelgestalt war, dann haben wir jetzt festgestellt, sie prockt nicht auf das System, habe ich das genannt, ne? Auf dieses Prozedere. Was ich schon mal gut finde, ist, es gibt gar nicht so viele teure Zauber. Und wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar gute, zack, 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 Late-Game-Zauber in the Dash. So viele Möglichkeiten. Er kann jetzt alles haben. Er kann auch einen Segen der Könige spielen. Er will auf jeden Fall einen Buff ziehen, wie es aussieht. Für 4 Mana. Liegt nah.
Segen der Könige könnte es sein. So viele Möglichkeiten. Er hat selbst eine Shadowflame. Warum nicht? Kann man machen, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Shadowflame selbst bringt mir nicht viel. Lava Burst bringt mir viel. Duplizieren? Okay. Er hat duplizieren. Das bedeutet, wir haben gerade ein Missplay gemacht. Ich hätte erstmal, daran habe ich gar nicht gedacht, ich hätte erstmal natürlich den violetten Lehrling killen sollen. Ganz klar. Jetzt spielt er nämlich einfach ganz, ganz frech seine Monster aus. Wir haben nur zwei Mana. Lass es Irreführung sein, lass ein Raptor erscheinen. Und mal gucken, was er spielt. Am liebsten wäre mir, wenn er die zweite violette Ausbilderin auch direkt spielt, damit ich beide mit Shadow Flame irgendwie gleichzeitig weghauen kann. Aber vielleicht will er auch On Curve spielen. Ich kann absolut nicht sagen, wohin das gerade geht. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ist auch ein schlechter Draw hier, der Lanzenträger, den er bekommen hat. Portal. 2-6er. Am 2-6er ist nur eklig, dass er 6 Leben hat und ich dadurch eine etwas höhere Shadow Flame brauche. Gegenzauber. Ich glaube, ich mische mir den ins Deck. Das ist jetzt ein 8-6er, den kriege ich so schnell. Ich könnte ihn auch silenzen. Alle feindlichen Diener. Das ist ziemlich awesome gerade. So. Das ist extrem geil, alle feindlichen Diener zu... Ich mach das. Okay, leider ist das ein 3-5er geworden. Ich habe gehofft, dass das eine geschwächte Version wäre. Aber ist nicht schlimm. Hier die Micro Machine, sie stackt nicht mehr. Der Dude gibt keinen Zauberschaden. Wahrscheinlich wird er die kleinen nutzen, um den 5-4er zu traden. Leider. Los geht's. Denn ich würde gerne... Aber okay. Es gibt ja auch diverse Shadowflame-Kombos. Ich kann ja auch bei Mana Stufe 8 zwei Spells spielen. Wenn ich er wäre, würde ich den hier rein traden. Dann würde ich... Oh, da muss er schon viel rein traden, wenn er den hier auch noch killen will. Vielleicht überlegt er auch... Na gut, vielleicht hat er auch irgendwie einen coolen Zauber. Das Kartenchaos gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Es ist, ja, es ist sehr viel random RNG wieder drin und man kann wahrscheinlich auch komplett gerackt werden, wenn man nur Mist bekommt und der Gegner nur gut ist, aber insgesamt gefällt mir doch das Kartenchaos sehr gut. Irreführung! Oh! Und zack! Haha, Micro Machine is dead! Jetzt brauche ich... Oh, Kältekegel ist super. Kältekegel ist super. Ich bin natürlich jetzt sehr greedy, das weiß ich. Ich wollte ehrlich gesagt den Counterspell spielen, aber er ist fast gezwungen zu traden. Wobei, warte, wenn ich den Counterspell spiele, ist er auch gezwungen zu traden, ne? Ne, Counterspell will ich jetzt noch nicht spielen, weil er soll ruhig noch mehr Monster kriegen. Okay, wieder ein kleines Missplay von mir. Wer von euch hat es gespottet? Ich hätte natürlich erst mit der Waffe angreifen sollen und dann eine neue Waffe herzaubern. Okay, er traded. Hellfire. Damit zieht er sich aber auch ziemlich gut ab. Ich bin bereit zu... Schreibt mich nicht so an! Ich bin bereit zu lernen. Nisha. Okay, das ist eine coole Runde. Leider habe ich nicht mehr viele Leben. Leider habe ich nicht mehr sonderlich viele Leben. Hier haben wir nämlich noch das Portal bekommen. Mit allen
Gehen, killen wir nochmal weg. Machen wir uns eine Waffe. Wir haben einen Piraten, der besagt, dass meine Waffe stärker wird. Okay, wir haben die Kontrolle. Wir haben die Card Advantage. Wir haben gute Buffs. Wir haben noch Zerstörerkarten. Sofern er jetzt nicht einen Pyroschlag oder sowas hat. Nein. Aber betritt das Kolosseum, wirkt direkt, ne? Okay, doch nicht. Shit. Shit, 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 shit. Na gut, dann müssen wir jetzt, wie es aussieht, unsere Combo spielen, indem wir den buffen, den Shadow Flame. Oh yes, endlich einen 5-6 haben wir bekommen. Los geht's. Ich könnte auch, ich will nichts Starkes abwerfen. Wir heben uns nochmal hier unser Seelenfeuer auf. Wie viel Schaden haben wir? Wir haben 5, 8, 10, 14 Schaden. Wir hätten also schon gewonnen, wenn er nichts mehr rausbringt. Okay, er heilt sich, bringt ebenfalls was raus. Handelsprinz Gallivix, einer meiner Lieblingskarten. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Für 6 Mana, 5, 8er Superstars. Jedes Mal, wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, erhaltet ihr eine Kopie davon. Das ist ein Problem. Denn, ja, wie gesagt, er kann sich halt die fetten Zauber dann auch nehmen. Aber, wir machen Gegenzauber zuerst. Jetzt kriege ich nochmal eine Coin, okay. Jetzt machen wir das. Oder warte mal. Ja doch, wir müssen den auf jeden Fall loswerden. Willkommen beim großen Turnier, Champ. Wo bleibt mein Anteil? Die Frage, die ich mir gerade stelle, können wir irgendwas aus den Münzen bringen? Wir machen erstmal so. Wir machen erstmal alles, was offensichtlich ist. Wir hauen unsere Monster da rein. Wir haben nächste Runde wahrscheinlich gewonnen. Müssen wir jetzt overextenden? Ich glaube, ich mache eine Coin und eine Heldenfähigkeit. So. Okay. Wir wissen, er kann mir für 6 Mana einen Diener wegtun. Das wäre dann wahrscheinlich der mit dem höchsten Angriff, aber dann hätte er immer noch keine Flicht. Das könnte ein Gegenzauber sein. Wir werden sehen, was war's. Ja, Gegenzauber schon mal geklärt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ehrlich gesagt macht das Kartenchaos ziemlich viel Spaß. Ich würde gerne noch eine Runde drauf tun, auch wenn die Hearthstone-Folge dann wieder ein bisschen länger wird. So viele Möglichkeiten. What? Er hat noch eine zweite Shadowflame und er bekommt den Priester Nimmersatt. Wow! Das ist nicht fair! That is not fair! Das ist gar nicht. Das ist absolut nicht fair. Uff. Okay, wir können alles clearen. Ich glaube, ja, wir müssen es, ne? Okay, dann machen wir Auferstehung, denn die will ich gerne spielen. Natürlich, die Spinne! Warte mal. Okay, dann machen wir was anderes. Wir ziehen nochmal Karten und machen dann die Shadow, Seele entziehen. Warte, wen will ich killen? Den Priester oder den? Ich habe 14 Schaden. Also eigentlich muss ich hoffen, dass er keine 3 Damage hat. Fuck! Leute, er hat einfach eine Ruba bekommen, weil ich noch Karten ziehen wollte. Die Freude ist ganz meinerseits.
shit. Na gut, dann in dem Fall ist es egal, was gespielt hätte. Und er hat noch sein Wiederverwerten. Ein übel krasses Ding. Und ich find's krass, wie sehr man in diesem Kartenchaos einfach die Kontrolle komplett umdrehen kann. Hätte er jetzt nicht gewonnen, hätten wir gewonnen. Das heißt, dieses Spiel war übel ausgeglichen. Und dadurch, dass wir jetzt nicht gewonnen haben, was sad ist, weil ich dachte echt, wir hätten es gewonnen, machen wir so oder so noch eine Runde drauf. Und gucken, wohin das führt. Ich überlege gerade, ich hatte die zwei Misplays mit der Waffe. Die hätten nichts geändert an dem Spiel. Das Einzige, was jetzt quasi mir den Sieg gekostet hat, war, dass ich nochmal Karten gezogen habe. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich den, dass der Gegner Neruba hat. Valera gegen Valera. Okay. Nächste Runde. Wir haben. Sorry, Vergeltung. Fernsicht. Fernsicht ist awesome. Portal ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich versuche es mal auf den normalen Weg, indem ich mal die etwas günstigeren Karten behalte. Vielleicht funktioniert das ja noch ein bisschen besser. Diesmal kein Shadowflame, kein Hellfire. Also beides diesmal nicht vorhanden. Wieder erstmal freundlich begrüßen. Lol? Warum kann ich meine Karte nehmen? Guckt euch das mal an. Ich wusste gar nicht, dass man die Karten nehmen kann, wenn man nicht dran ist und die so... What? Okay, das ist mir neu. Nevermind. Ist auch höchstens eine kleine Spielerei. Wir lassen den Gegner wieder zuerst ziehen. Wir spielen gegen Alex Shadow. Ich glaube, ich finde die Portale sind in diesem Kartenchaos besonders gut, denn du bekommst dadurch immer zwei Monster. Ja, komm, wir machen mal Fernsicht, gucken, was rauskommt. Oh, die Karte ist brillant. Die Karte ist brillant, denn der Gegner kann keinen Diener rausbekommen, weil er nur Zauber hat. Und es ist, glaube ich, mit die effektivste 2-8er-Karte, die ich jetzt hätte ziehen können. Stellt euch den Gebietern der Magie. Stellt euch den Gebietern der Magie. Ist es ein Counterspell? Ist es kein Counterspell? Wir werden sehen. Okay, vielleicht ist es wieder ein Duplizieren. Und wir fangen an, ein bisschen Druck zu machen. 5-2er ist auf jeden Fall sehr gut, um Druck zu machen. Da ist der Kältekegel. Der Kältekegel wird von Gegenzauber erfasst. Das habe ich ganz vergessen. Yes! Die Karte bringt, by the way, auch gar nichts. Es sei also außer, dass ich ein 4er-Monster kriege. Jetzt hat er die Runde nicht beendet. Jetzt ist er ein bisschen perplex. Oh! Eine Falle, die auch gut ist, um Druck aufrechtzuerhalten. Erhält eine Kopie jedes verletzten befreundeten Dieners auf die Hand. Okay. Das ist schon mal klar. Dann ist die Frage, ob ich zum Beispiel... Nö, wir machen weiter Druck. Wir machen weiter Druck. Wir halten diesen aufrecht. Oh, wir könnten Weihe und Portal spielen. Aber dann hat er vielleicht sein AoE-Spell. Ich will nicht direkt overextenden, deswegen machen wir nochmal hier Catrick. Kommt noch ein, der viel Damage hat. Und Heldenfähigkeit ins Gesicht. We're winning this. Schwungvoller Hieb bringt ihm nochmal 3 Rüstung. Alles, was Leben gibt, ist nicht schlecht. Katze aus dem Sack. Oder Katze aus dem Hut, besser gesagt. Und das ist nicht gut, denn es könnte eine Sprengfalle sein. So wie es aussieht, ist es wahrscheinlich eine Sprengfalle. Das bewegt mich schon. Oh!
Massenbahnung finde ich auch gut. Ich guck mal, ob es vielleicht doch ein Duplizieren ist. Das ist kein Duplizieren. Oder ist das die falsche Annahme, dass das ein Sprengfall ist? Kann auch sein. Okay. So. Ich überlege, eine Weihe zu ziehen und vielleicht vorher das. Unsere Weihe kostet ja nur eins. Das ist sehr geil. Das würde uns weiterhin das Tempo geben. Okay, lass uns mal versuchen. Was hat er da? Hat er die Sprengfalle? Ja. Und dann, mein Lieber, gibt es jetzt eine Massenbannung. Into Weihe. Er dachte, er hat mich schon, aber so weit geht es eben nicht. Und wir kriegen für einmal einen 0-4er Spot. Immerhin beschützt er meinen 3-5er. Der besagt, eure Karten und Fähigkeiten, die Leben wiederherstellen, verursachen stattdessen nun Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt gleich das einsetze, bekomme ich selber 5 Damage. Heiliges Licht. Ah, der heilt sich um einiges. Oh, hat ihn das selbst gecountert jetzt? Ja, wobei, er hat gar keine Diener. Er hat nur Zauber. Was hat der hier für ein Geheimnis? Ist das ein Eisbock? Schon wieder? Sehen, ob das funktioniert. Wir bräuchten was für Zauberschaden. Hand auflegen ist gut. Okay. Pfeilfalle, 5 Schaden in mein Gesicht. Dann wissen wir wenigstens schon mal, was es ist. Wie wäre es, wenn ich den trade, ausnahmsweise mal 2 Monster bekomme, die jetzt leider teurer sind, woran ich nicht gedacht habe. Aber es ist nicht schlimm. Es sind nicht die besten Monster, aber es sind Monster. Vor allem der hier. Eigentlich wollte ich den Schildträger. Der ist einer mit Spott, ein günstiger Spotter, den ich nochmal hier nutzen kann. Und ich habe sonst auch nicht wirklich eine Anwendung gesehen hier für den Blutkrieger. Oh! Okay. Ich kann nichts gegen den tun. Ich kann mich natürlich gut heilen. Das ist gar keine Frage. Wie wäre es mit... Mir fehlt ein Mana, weil ich habe hier 4 Damage. Hier habe ich 5. So viele Möglichkeiten. Ich überlege gerade, den 3-5er zu spielen und einfach hier schon 4 Schaden drauf zu bringen. Wobei, nee, ich denke, die Spinnen sind besser. Ich krieg immerhin noch ein fettes Monster. Yes! Toshli! Ich hab die richtige Karte benutzt! Jawohl! Und das Ding ist, ich weiß ja, dass wir hier noch Heal haben und dass wir hier noch Heal haben. Warte mal, ich habe eine Combo. Ich habe die Priesterin und ich kann auf den Gegner 8 Schaden machen. Aber Vorsicht, dann zieht er auch die 3 Karten. Glaube ich. Ich meine, dass das so ist. Aber wir haben eine interessante Combo. War vielleicht gar nicht so schlecht, sich die Priesterin zu machen. Er holt sich ein Echo. Dadurch hat er nochmal einmal den fetten Moorschleicher. Eislanze. Und er fängt an, in mein Gesicht zu gehen. Außerdem tradet er wahrscheinlich einen 1-1er weg. Nee, er geht auch damit ins Gesicht.
Okay, kompostieren ist awesome. Wir werden kompostieren benutzen. Die Frage ist, was benutzen wir dann noch? Wir können natürlich auch einen Kampfrausch nehmen. Das sind gute Damage-Quellen. Ich glaube, wir benutzen die beiden Karten. Wir haben leider schon wieder so wenig Leben, ne? Deine Augen sind offen. Das heißt, die Runde darauf wollen wir uns am besten heilen. Oh, der Manipulator. Gesichtsloser Manipulator. Unsere Hand geht gerade ziemlich voll. Wir sind voll. Unsere Handkarten sind voll. Das heißt, Hand auflegen wird uns nicht wirklich viel bringen. Haben wir wenigstens gute Wildtiere bekommen. Prinzessin Huhuran. Löst den Todesröcheneffekt aus. Wenn Toshi stirbt, kriegen wir noch eine Karte. AKA, wir kriegen keine Karte. Dieses Kartenchaos finde ich awesome. Wir hatten die Kontrolle und er macht einen Flammstoß und wir sind am Arsch. Man kann übel schnell das Board hier drehen. Okay, diesmal haben wir die Antwort. Indem wir heiliges Feuer einsetzen. Schwungvoller Hieb wäre gut gewesen. Karte ist auch sehr gut. Also. Ich würde gerne meine Karten loswerden, damit ich mich heilen kann. Mit Hand auflegen. Hat er noch einen Flammstoß? Hat er ihn? Oder hat er sogar eine Gleichheit, weil? Nobody knows. Er benutzt seine eigene Hand auflegen und bekommt den Angriffssponsor Max. Wie viel Schaden haben wir? 11, 14, 16. 16 plus 4. 20. Oh, Befehlsruf ist geil. Ja, ist das geil oder was? I like it. Wir können auch spekulieren. Haben wir eine 6er Karte, einen Leroy zu bekommen? Heldenopfer ist geil. Noch mehr Safetiness. Natürlich. Befehlsruf besagt nämlich, dass deine Monster nicht sterben können. Feuer frei! Das heißt, wir können richtig, richtig, richtig easy peasy traden. Und ich überlege sogar gerade den hier zu spielen, damit ich nächste Runde meine Hand auflegen Combo machen kann. Ich muss mich bald entscheiden. Oder wir benutzen es sicherheitshalber jetzt auf uns. Ich weiß. Ich weiß, es könnte greedy sein. Let's try it. Am Ende hat er seinen Eisblock. Jetzt sind viele Karten von Milo. Wir könnten ihn. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin gespannt, wer von uns beiden hier jetzt Karten ziehen wird. Sollen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? 5 Stück. Sein Board ist voll. Er hat 6 Damage. Hätte er noch 7 auf der Hand, wäre es das jetzt gewesen. Wahrscheinlich tradet er die ganzen 1er weg. Beziehungsweise, warte mal, ich habe ja noch einen Spotter. Ganz vergessen. Puh, aber lass die Hunde los, ist bei so einem Board schon stark, wenn er jetzt noch... Oh my gosh. Da kann er sogar sein Ei bringen. Er hat nur 12 Damage. Er hat nur 12 Damage, weil ich einen Heldenopfer habe. Guys. Er hat nur 12 Damage. Oh shit. Hat er einen Eisblock oder hat er ihn nicht? Hat er einen Eisblock oder hat er ihn nicht? Nobody knows. Nobody knows.
Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich trade definitiv. Also, ich kann ja gucken, ob er Eisberg hat oder nicht, indem ich einfach angreife. Das werde ich nicht hinnehmen. Feuer frei! Natürlich. Soll ich die Katze aus dem Sack? Ah! Why? Okay, dann müssen wir kombinieren. Ein Spiel? Nett, dass ihr mir Gesellschaft leistet. Fuck, es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Leider keine Spot-Champions bekommen. Los geht's. Da muss ich sagen, hat er das Game anhand seiner ultimativen AOE-Fähigkeiten gewonnen. Flammstoß, dann lass die Hunde los, auch super für viele Minions. Und mir hat so ein bisschen mein AOE gefehlt. Ich konnte ihm nie richtig viele Minions gleichzeitig clearen. Schade! Ja, Eisblock, ne? So eklig kann die Karte sein. Die Folge ging jetzt 31 Minuten. Das ist über dem Durchschnitt von meinen Hearthstone-Folgen. Wir haben leider keinen Sieg diesmal errungen. Passiert. Ich werde, denke ich, die Tage noch für mich das Kartenchaos, das Päckchen auf jeden Fall holen, hier die Kiste. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Denkt an das Motto des Tages, lasst euch nicht stressen, dafür ist es nicht wert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Mr. Mikey P. Macht's gut.